Toni angucken. Jetzt, ja? Wie bitte? Ah, A Cappella. A Cappella. Gesang. Unsere schöne Heimat besingen. Ja? Sang und Klang aus vollem Herzen. Aus voller Männerbrust ins weite Land. Ja, du, das können wir machen. Ja, und wo? Straße der Lieder. Um der Gotthilfe. Wir dürfen da ganze Woche mit dem Bus umeinander kommen. Und Sonja Schrecklein im Steuer. Alles machen wir klar. Klar, du. Alles klar. Tschüss. Manne. Manne. Woher? Also Küller. Hey. Wo sind wir denn? Hallo. Manne. Manne. Da. Jetzt. Hey, Poliakow, singt Singer. Singer. Ja. Aber nicht mit mir. Ich mach ja alles für meine Karriere. Aber beim Singen da jetzt so. Das wäre Ehrverletzung. Da muss ich mir auf meine Gewissensfreiheit berufen. Oh Marco, du die ganze Organisation, bitteschön. Bevor ich singe, ziehe ich mich lieber nur nackig aus auf der Bühne. Mir hat mal einer aus der Branche erzählt, wenn du heutzutage als Konzertpianist Karriere machen willst, musst du einfach auftreten, auf der Fliegel scheißen und wieder abgegangen. Aber ich berühmt, da sind über. Deshalb singe wir nicht. Also Manni, stellt euch doch jetzt so an, singen. Also singen, das kann jetzt wirklich einmal jeder. Ja, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, rein menschlich. Ich zeige meine menschliche, natürliche Vorgänge nicht vor fremde Leute. Aber ich. So. Ganz wichtig war Aufstellung. Warte mal, wie war das? Hände hinter den Rücken, genau. Also Aufstellung. Hände hinter den Rücken. Beim Singen kann die menschliche Stimme in künstlerischer Form eingesetzt werden. Wir atmen zunächst durch die Nase ein. Beim Einatmen vergrößert sich durch das Zusammenziehen der Inspirationsmuskeln das Volumen des Brustkorbes. Die Lunge dehnt sich aus, es entsteht ein Unterdruck, Luft strömt in die Lunge. Der Gesang entsteht durch das Zusammenwirken der beiden Stimmbänder im Kehlkopf und Ansatzrohr. Im Kehlkopf, der bei Männern häufig als Adamsapfel zu erkennen ist, sind die beiden Stimmbänder gespannt. Aus Muskeln und Knorpelschichten aufgebaute Bänder. Deren Stellung durch Muskeln und Knorpelschichten verändert werden kann. Um stimmhafte Töne zu erzeugen, fängt man die Stimmritze bis auf einen feinen Spalt. Die Stimmritze spanne man an. Man presse die aus der Lunge kommende Luft zwischen den Stimmbändern durch und versetze auf diese Weise die Stimmbänder. Je mehr man die Stimmbänder entspannt, desto langsamer schwingen sie und der Grundton des Klanges wird tiefer. Spannt man sie stärker an, schwingen sie schneller und der Ton wird höher.